Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Traveling Fat. Wie ihr seht, bin ich jetzt gerade im neuen Hotel angekommen auf Koh Tao. Und zwar ist das jetzt das Prick Thai. Und ihr glaubt nicht, was ich habe. Eine Klospülung. Ich bin rot, weil mir komplett wieder der Schweiß runterläuft. Bin klatschnass. Das ist abnormal. Mit dem ganzen Gepäck hier rumzulatschen. Ich fühle mich richtig wie ein Backpacker. Einfach nur krass. Richtig krass. Aber dafür ist das Hotelzimmer richtig schön. Bad ist auch in Ordnung. So, es sieht auf jeden Fall ein bisschen neuer aus. Der Weg zur Tauchschule sind nur 10 Minuten zu Fuß. Der Weg hier ist recht cool. Es sind viele Bars, viele Backpacker hier. Das ist so ein richtig gechillte, Insel. Macht richtig Bock. Ja, gerade in der Tauchschule schon mal angemeldet, bezahlt. Ich habe sogar ein schönes Rainbow Fish Diver Bändchen. Weil damit bekomme ich in den Restaurants zum Teil 10% Nachlass. Das ist ja bei mir nicht so schlecht, die ja gerne mal ein bisschen was isst. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt mal duschen, ruhe mich ein bisschen aus und mache mich fertig, weil um 16 Uhr geht's los heute. Das heißt, ich nehme euch nachher einfach mal mit auf den Weg zur Tauchschule und dann sehen wir uns später. Bis dann. Ciao. Guten Morgen zusammen. Gerade muss ich leider feststellen, dass ich das Ganze eigentlich schon erzählt habe, aber das nicht aufgenommen worden ist. Ich weiß nicht, was mit meiner Kamera los ist, aber gerade mag ich sie nicht. Ich habe leider gestern nicht mehr wirklich was gefilmt. Das heißt, den Weg zur Tauchschule etc. werdet ihr leider nicht sehen, weil ich so aufgeregt war, dass ich die Kamera vergessen habe. Und ja, dann war ich nachher so kaputt von dem Tauchgang, dass ich halt wirklich nur noch ein bisschen was im Tauchbuch gelesen habe. Das ist das hier. Und versucht habe zu schlafen, aber ich war todmüde, konnte aber nicht schlafen, was mich total genervt hat. Ja, und jetzt bin ich halt so, es ist, glaube ich, jetzt 7:30. Ich muss so um 7:50 los, weil wir den Tauchkurs haben um 8:30. Und ja, ich glaube, ich kann heute wieder die Kamera nicht mitnehmen, weil wir sitzen im Klassenraum. Wir machen halt den ersten Tauchgang und so. Da kann ich nicht mit der Kamera rumfuchteln, weil ich muss halt mal aufpassen, weil sonst kriege ich davon gar nichts mit. Es gibt aber am Ende des Tauchlehrgangs auf jeden Fall ein Video. Da werde ich dann einfach vielleicht ein paar Schnipsel reinschneiden. Vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, morgen mal mit der kleinen GoPro was zu filmen, wenn wir die ersten zwei Tauchgänge haben. Ich muss heute mal nachfragen. Ja, ansonsten habe ich mir ein leckeres Marmeladenbrot gemacht. Und natürlich, was ich morgens immer zu mir nehme, wenn es geht, Schokomilch. Das muss sein. Wenigstens irgendwas Schokoladiges am Morgen. Ja, jetzt wurde mir gestern gesagt, ich muss halt 4 bis 5 Liter Wasser trinken. Normal ist das schon gut, wenn ich 1 bis 1,5 schaffe am Tag. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll, aber man muss es halt machen fürs Tauchen, weil man sonst so dehydriert und das ist halt nicht so gut. Deswegen, ich habe auch schon meinen Badeanzug an. Und dann frühstücke ich jetzt schnell zu Ende und dann würde ich sagen, ab geht's und wir sehen uns heute Abend wieder. Also, hallo liebe Leute, ich bin gerade zurück von meinem ersten Tauchgang. Ich kann euch sagen, das ist so krass. Ich hatte schon Angst, so weit tiefes Wasser und da reinspringen und keine Ahnung. Aber wir sind im Seichen angefangen und das mit der Atmung war krass. Wir haben verschiedene Übungen gemacht, sodass die Maske geflutet wird und dass wir den Atemregulator rausnehmen müssen und so weiter und so fort. Das war halt alles easy going. Und dann, als wir dann so ein bisschen reingeschwommen sind und wir waren heute so auf 6 Meter Tiefe, ja, war das dann eher so, ich war dann kein Marshmallow mehr, ich war dann der Wal, der dann hinten schwimmt und ich habe dann die Boje gehalten. Man muss sich überlegen. Ich trage ja mein Eigengewicht, ich trage ja dann die ganze Tauchausrüstung. Plus, ich hatte dann insgesamt noch 15,5 Kilo Blei umgeschnallt und in den Jackentaschen, damit ich überhaupt irgendwie mit meinem Hintern runtergehe im Wasser. Ja, und dann hatte ich irgendwann immer so Panik, weil ich dann komplett immer auf den Riffboden aufgekommen bin und mir die ganzen Beine aufgeratscht habe. Da habe ich immer schnell die Pumpe benutzt, damit ich wieder hochkomme. Und dann ging das immer so wie so eine Kurve, bin ich dann die ganze Zeit heute getaucht. Und das war so anstrengend. Und ja, aber mega, mega cool.
Ach, allein die ganzen Fische, die man gesehen hat und so, wenn man das alles mal ein bisschen drin hatte mit der Atmung. Hammergeil. Was man nur beachten muss, wenn man so Größe XL, XXL trägt, man muss halt richtig viel Blei mit sich schleppen, damit man runtergeht. Es gibt nicht in jeder Tauchschule die Klamottengröße, die man braucht, das heißt Neoprenanzug oder Shorty oder sowas. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Ich hatte jetzt heute, was war das eigentlich? Ich glaube Größe 3xL, so ein Shorty. Und den, ich glaube, mit Quetschen hätte man den zu bekommen, aber man muss ja Platz haben, sich wohlfühlen, und ich habe mich da drin überhaupt nicht wohlgefühlt. Und deswegen bin ich dann nachher ohne getaucht. Ich werde auch morgen mit einer kurzen Legginghose und einem T-Shirt reingehen, weil ja, ich bin jetzt auch nicht so kälteempfindlich, aber das müsst ihr halt bedenken, wenn ihr tauchen geht, dass sowas halt passieren kann. Also gut vorher informieren. Und eigentlich ist das hier auch bei über 30 Grad auch nicht so ein Problem. Weil ich stehe draußen und bin ja eh schon immer heiß und am Schwitzen, und dann freue ich mich schon, wenn es mal ein bisschen kälter wird. Also macht euch da keinen Stress, weil Spaß steht im Vordergrund, und ich glaube, die anderen finden das jetzt auch noch nicht so schlimm. Mal gucken, wie das die Tage aussieht. Weil dadurch, dass ich halt immer so hoch und runter bin und ganz viel Luft reingelassen habe und rausgelassen habe, war bei mir die Sauerstoffflasche am schnellsten zu Ende. Das heißt, ich hatte nachher nur noch 15 Bar in der Sauerstoffflasche, alle anderen noch so 70. Das heißt, die müssen sich jetzt alle an mir orientieren. Ja, schon ein Scheißgefühl irgendwo, aber gehört halt dazu. Und wenn man das alles mit ein bisschen Humor nimmt und sagt so, heute tut mir leid, aber ne, was soll ich machen? Geht das auch alles klar, und dann ist einem auch kein Böse, weil ich kann jetzt auch nicht innerhalb von 3 Tagen hier 80 Kilo verlieren oder keine Ahnung. Deswegen, ja, nicht so stressig sehen, Spaß dran haben, und dann wird das auch alles gut. Ich habe ja schon erzählt heute Morgen, dass es ja am Ende ein Tauchvideo geben wird. Ich werde dann so die Videobomb sein, die dann irgendwo so ganz hinten am Ende schwimmt mit so einer blöden Taucherfahne in der Hand. Ja, das wird bestimmt sehr, sehr cool. Wir waren auf jeden Fall danach noch zusammen essen. Das ist auf jeden Fall eine coole Truppe, macht echt Spaß. Wir sind auch heute Abend, gehen wir zusammen zum Public View. Wir heute später Deutschland gegen Slowakei. Und dann können wir sogar kostenlos mit dem Taxi zum Kino hinfahren und so weiter und so fort. Also richtig cool. Ja. Ansonsten lerne ich jetzt mal wieder fleißig in meinem Taucherbuch. Das zeige ich euch mal. Weil jetzt steht nämlich so Sachen an wie Auswirkungen des zunehmenden Drucks. Ich muss so Übungsaufgaben machen und Bar- und Umgebungsdruck und all sowas lernen. Also es ist schon viel, was man lernen muss und durchlesen muss, aber es ist halt machbar. Und dadurch, dass wir jetzt in einer deutschen Tauchschule sind, gucken die da halt auch drauf, weil die wollen ja auch, dass wir safe sind. Und wenn man hier in so einer asiatischen Tauchschule ist, dann ist es halt schnell, schnell, schnell. Und das kann ich halt nicht empfehlen, weil es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, weil man ist halt unter Wasser so schutzlos ausgeliefert. Man hat halt immer 2 Reserven, so was man machen kann, damit halt nichts Schlimmes passiert. Aber im Endeffekt, nehmt euch die Zeit, um das alles zu lernen, weil es ist total wichtig. Und gut, ob ich jetzt, keine Ahnung, Navigation mache oder sowas, das ist ja eine Specialty, das kann ich später noch machen. Aber so gerade bei dem Beginner Open Water Diver, lasst da mal ein bisschen Alkohol weg und lernt halt, weil das ist echt wichtig. Und man sollte ja auch safe da reingehen und nicht nachher die Hälfte falsch gemacht haben. Ich bin hier bei Rainbow Fish Diver. Das ist eine deutsche und ein englischer Kurs, und ich kann den super empfehlen, weil die Schule ist richtig gut, mega organisiert. Sehr, sehr professionell, und ich bin damit super zufrieden, auch wenn das ein bisschen teurer ist, aber auch das Zimmer, was die mir hier organisiert haben, und auch alles andere, richtig, richtig cool. Ist auch bei TripAdvisor zu finden und im Internet. Ich werde euch einfach mal einen Link in die Beschreibung packen, und ja, wenn ihr auf Koh Tao seid, schreibt die vorher einfach mal an, weil ich kann es hier auf jeden Fall empfehlen, oder fahrt vorbei und guckt euch die an, richtig geil. Vor allem das Riff ist hier, das ist so cool, wenn man das mit der Atmung reguliert hat, und man sieht halt wirklich die Fische, und die kommen so nah. Und was halt scheiße ist, wenn man dann auf einmal so absackt und man den Druck halt in den Ohren hat und dann noch mit den Knien am Riff aufschlägt.
Das ist nicht so geil. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aber es gehört halt zum Tauchen auch mit dazu. Wir gehen jetzt, ich glaube, morgen im zweiten Dive gehen wir auch bis zu 18 Meter tief. Das ist halt beim Open Water Beginner Kurs ist das bis zu 18 Meter tief. Beim Advanced Taucher, den man danach machen kann, was ich halt noch überlege, sind das halt bis zu 30 Meter Open Water. Ob ich den Advanced Taucher mache, das wird sich vielleicht morgen herausstellen, weil ich irgendwie, wenn ich immer noch so lahmarschig bin, so, ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, das ist richtig Sport, Leute. Das ist nicht so, wie jeder erzählt, so von wegen, man schwebt dann irgendwo im Wasser und man fühlt nichts mehr. Also so viel, wie ich da trampeln musste heute, dass ich hoch oder runter komme oder what auch immer. Also Fitnessstudio plus die 15,5 Bleikilo, ne? Nicht zu vergessen. Also das ist echt, das ist richtig Sport. Das heißt, wenn ihr nicht so fit seid oder ja, wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann lasst das lieber. Also ihr müsst euch schon gut fühlen. Ich glaube, das Berghochlatschen hat mich schon ein bisschen drauf vorbereitet. Aber ja, mir würde es nicht schaden, wenn ich ein bisschen mehr Kondition hätte und ein bisschen weniger Kilos. Aber man kann es halt auch so schaffen. Ja, was ich heute noch erwähnen wollte. Ich wollte mich einfach mal bedanken bei den Leuten, die Kommentare unter meinen Videos machen, die Videos liken, die sich die Videos angucken, die auf meinen Blog schreiben, die meine Facebook-Bilder liken, die sich einfach melden bei mir und Sachen wissen wollen oder mir einfach auch nur gute Dinge schreiben. Vielen, vielen Dank dafür, weil das freut mich immer mega, wenn ich sowas sehe. Und ja, da lohnt sich das schon auch bei nur so wenigen Abonnenten halt, sowas zu machen, weil es natürlich macht es auch Spaß, auch wenn es halt viel Zeit kostet, aber ich habe ja später auch selber was davon mit den ganzen Videos und finde das auch sehr cool, wenn andere sich dadurch halt angeregt fühlen, so hey, ich will auch reisen und das ist cool und das kann ich machen. Deswegen sehr, sehr cool.